Salü, ça va, die Mimal ist da. Und der allerliebste, liebste, 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 liebste Mika ist wieder aus seinen Ferien gekommen. Wow. Sei mal ein bisschen netter. Also ich habe mich gefreut. Das ist sehr schön. Und ich sehe gerade, wir hatten, beziehungsweise, wo ich heute das OBS auf, also wir nehmen hier mit OBS auf. Und wo ich das heute aufgemacht habe, hatte ich gesehen, dass wir Probleme haben mit dem Mikrofon. Das heißt, neu eingestellt. Das sehe ich aber gerade. Es hat gerade schon wieder am roten Bereich gekratzt, was überhaupt nicht. Oh, schon wieder. Das heißt, wir müssen leise reden. Na toll. Na toll. Also jeweils im normalen Lautstärke. Und ich habe etwas gelernt, als ich wieder hergekommen bin. Und zwar, dass man in der Schweiz anders zählt. Man zählt 312. Oh Da, damit spiele ich auf nein. den kleinen, jetzt ist ja nichts Schlimmes, aber den kleinen Fauxpas an mit dem, Fauxpas. mit dem Video, dass die drei, dass das Special Video 3 zuerst kam und dann die 1 und dann die 2. Und Ja. naja, es ist so wild. Was machst du da? Ich schau die Beine an. Du schaust dir Beine Ich an. mag Beine. Du magst Beine, okay. Ja, ist nicht so schlimm. Falls jemand fragt, ich war in Deutschland, ich habe Familie. Deutschland. In Deutschland. Ich habe Familie und Freunde besucht. War ganz schön, war ganz nett. Jetzt bin ich wieder hier. Gut. Ja. Und ich rede dir immer rein, kann das sein? Mach nur. Und Guck mal deine Haare. meine Haare. Die Haare da. Die Haare. Okay. Und ja, ich habe aber gesehen, also ich habe deine Videos, deine drei Stück jetzt nicht gesehen, denn ich wollte mich ja überraschen lassen, was du mit deinem Zoo anstellst oder angestellt hast oder wie auch immer. Außer dass ich gerade sehe, dass du hier umgeworfene Kübel habe. Mülleimer hast, genau. Gut. Dann würde ich einfach mal vorschlagen, erstmal kurz das Mikrofon ein bisschen höher, Entschuldigung. Ja, das ist alles noch ein bisschen hier. Und jetzt darfst du mir gerne die Menschenmassen, oioioioi, zeigen, die du hier hast. Genau, das war nämlich das mein Programm für das letzte Special meinerseits. Das ist Mika, den Zoozeiger, den ich gebaut habe, weil er wie ich schon mehrmals gesagt habe, er baut komplett anders wie ich und Als ich. Als nicht wie. wie auch immer. Ja, wie auch Als immer. auch immer. Als auch immer. Nee, da haut's wieder hin. Mit wie auch Als auch immer. immer. Ja. Ja. Und halt seine ehrliche, offene Meinung, dass ihr die auch hört, weil ich habe ein paar Stellen nicht so mir gegeben, weil ich die ein bisschen ausbessern wollte, vielleicht findet er sie. Vielleicht auch nicht, vielleicht kann er mir ein bisschen helfen bei Sachen. Genau. Niemals. Er weiß, dass ich ein paar Tiere mehr habe. Er weiß auch ungefähr, wie es aussieht, aber er weiß halt nicht komplett alle. Wow. Alle wo? Nicht genau alles. Was ich jetzt schon mal sagen, jetzt ihm zeigen werde, ist, aktuell zahlen die 60 Franken Dollar Eintritt bei mir. Wow. Also falls du dich gerade wunderst, wo ich hinschaue, ich schaue auf den Kontrollmonitor, das ist für mich einfacher zum Sehen. Also ich kann so schauen, Okay, kann okay. aber auch so schauen, aber ich sehe es. 60. Genau. Und ich habe die Öffnungszeiten ein bisschen verstellt, dass sie bis 22 Uhr unterwegs sein Okay. können, weil ich hier alles beleuchtet habe. Du hast Und alles beleuchtet, ja? genau. Das muss ja immense Stromkosten sein. Eben nicht so. Eben nicht so, okay. Also wenn ich jetzt hier mal schaue bei den Finanzen. Stromkosten sind jetzt hier. Welche Farbe ist das? Ah, okay. Es ist gar nicht gestiegen so. Also es hält sich im Griff. Okay, in Genau. Grenzen. In Strom. Grenzen. Es gibt ja Ärzte ohne Grenzen. Bei Mima ist es Strom ohne Grenzen. Sehe gerade hier, also bei mir geht momentan, bei mir ist ein bisschen das Problem bezüglich Sicherheit, weil Ja. paar Leute Oh Gott, da schlägt melden, ja Funken. ja, paar Leute melden, dass ihnen was gestohlen wurde. Ich musste mehrere Sicherheitskameras jetzt aufbauen, zum Beispiel hier. Hast du auch Sicherheitsbeamte drin? Habe ich, aber ich kann halt nicht sagen, wie viel ich brauche. Ich habe, wie man sieht, sehr viele Tierfälle. Ja. Eigentlich, 5 Stück. ja. Sollte doch normalerweise reichen, nicht? Eigentlich schon. Aber ich habe Sicherheitskameras ein bisschen installiert. Seitdem sind sie die Bänke jetzt dann nicht mehr so groß kaputt gegangen. Ja.
Genau, diesen Teil kennst du hier schon Ja, sieht mit toll den aus. Nashörnern. Ich musste wieder fleißig mitmachen, ich habe es jetzt vergessen, meine letzten Tieren. Na, klasse. Die Sträuße hier. Ja. Ich habe jetzt hier auch diese kleinen Bogenbögen Ja, hingestellt. Vorbögen, ja. Genau. Vivarien dazu. Hier zwei Vivarien, genau. Was hast du da drin? Oh, hier siehst du, das ist das Problem. Und es gab eben eine Zeit, da ging das Smiley nicht mehr hoch und ich wusste nicht warum. Es ging Okay. einfach nicht hoch. Aber ich sehe da unten drunter, das ist auch kaputt. Ja, ist ganz schlimm. Oh, was? Ja, bei mir ist gerade einiges los da oben. Ich ignoriere das einfach ganz kurz. Oder ich zeig's dir ganz kurz im Pausenmodus. Vielleicht geht's ja auch so. Es wäre aber schon schöner, Es läuft wenn es wohl. läuft, Okay. ja, oder? Ja, es hat ein bisschen viel los. Ja, es sieht ein bisschen realistischer aus. Also, hier habe ich auch zwei Vivarien, die, wo ich Albert irgendwie noch neue Viecher reinwerfen muss, weil die ganze sterben. Wah, wah, Genau, wah. hier habe ich die Zebras, die Gnus habe ich rausgenommen. Die Knus hast du raus? Da war ein Knus drin? Ja, Weißschwanzgnu. Ja, Nur die warum? waren konstant unzufrieden, hatten Stress wegen irgendetwas. Und das hat mich so dermaßen genervt, weil ich konnte nichts ändern. Hatten sie Beef miteinander? Die wahrscheinlich schon diese Bifons. Bifrons, Bifons. was? Ja, ist alles umgeworfen, nervt mich ein bisschen. Und hier eben die Sträuße, da ist er. Ich sehe bloß einen Strang. Ja, das ist leider so ein Bug. Siehst du da die schwebenden Leute da? Ja. Ich weiß nicht, warum. Glitschen darunter. Ja, die glitschen. Ich hoffe mal, dass es dann der Entwickler dann nochmal ändern wird. Also, Ja. was machen wird, das ist. Sieht jetzt natürlich nicht so. Ja, aber ist okay. Hier Pandas, habe ich glaube, es sind vier Pandas hier drin. Da ist ein Dürfen Babypanda. haben die so eine große Gruppe, ja? Also Ja. dürfen die das haben? Die sind glücklich, ja, Die sind glücklich. glücklich, okay. Hier, ich muss die Geldautomaten hinstellen, weil die rumgeheult haben, dass sie kein Geld haben. Nur die Restaurants hier. Guck mal, ein, zwei Bänke sind kaputt wieder. Also sagst, das ist so schlimm. Nur weil die mal, ja, ich hab die eine Zeit lang, war immer nur dieses gezogene Smiley, weißt du? Und ich bekam die nicht glücklich. Ich weiß nicht warum. Irgendwie Durst, Hunger. Ich habe hier 1000 Läden hingestellt. Okay. Genau, aber das kennst du auch schon hier. Mit den Vivarien. Hier Ja. der Rattenhund. Genau, hier, das ist eventuell für dich neu. Ich habe hier einen sibirischen Tiger. Oh, schön. Kein Bengal. Ein Siebtiger. What? Ah, oh, der ist ja schon tot. Ist der jetzt bedrohlich und du sagst, der ist schon so gut wie tot. Aber das gibt mein Image, glaube ich, ein bisschen ein Problem. Aber der ist ja schon. Der ist ja in der Quarantäne. Sicher, hast du mal geschaut? Das schön. Ja, ich will dir die Tiere nicht zeigen. Ah. Oh, du hast drei? Vier. Vier? Das ist ja niedlich. Das glaubt der Papa. Nein, die Mama. Okay. Mit den Und Babys. da kommst du geltlich hin mit den Tierfutterkosten? Es geht aber noch weiter. Okay. Bevor ich hier mein Zoo komplett abstürzt. Ach, da unten ist auch noch ein. Nein, das ist eine Kartonschachtel. So, Okay. jetzt kommen wir zum Dschungel. Was ist hier drin? Ich hab's gesehen. Affen, Orang-Utans, Borneo. Genau. Oh, Zwei schön. Stück und hier ist Oh, noch ein guck kleines mal. am Rumrennen. Oh. Sie sehen auch total Total knuffig süß. aus. Guck das mal an. Oh, toll, schön. Und ich habe halt das. Ich bin ein ganz großer Orang-Utan-Fan. Sind ganz knuffig. Ja. Und ich habe auch das Gehege wirklich dementsprechend eingerichtet, also wirklich buschig. Das ist wirklich ein großes Gehege, ja. Ja, und ich habe hier auch das Hütchen hier oben ein bisschen hingeworfen. Und ich wurde immer geputzt, also ich habe keine Probleme. Ich bin richtig Okay. glücklich. Genau, dann kommen wir hier rüber. Hier sind noch ein bisschen so Deko, bla bla bla. Bla bla bla, okay. Hier ist mein kleiner Stolz. Nur muss ich eine Löwin noch finden. Oh, Löwe. Ist die zweite Schau dir es an. Generation schon. Schau dir es an. Oh Gott, der Tierpfleger oder Tierpflegerin. Gib mir Acht. In Achtung. Ah, Ja, aber ich muss ihm noch ein Weibchen finden, weil er ist ein bisschen einsam, weil er halt, das Weibchen ist gestorben, dann sein Vater ist gestorben und jetzt ist er alleine. na, klasse. Ist ein bisschen Sein. Wie traurig. heißt der von Simba, der Vater? Mustafa. Mustafa. Ja. Ja. Oh. Dann, hier haben wir das Löwenfels, dann geht's hier rüber. Okay. Hier sind, was denkst du?
Nee, Sträuße hast du ja schon. Ja. Kamele. Genau. Die Okay. sind auch ganz knuffig. Ich habe Chill. hier auch, da ist ein Baby. Oh. Kleines Kamelchen. Genau, dass du dich nicht zu viel siehst hier. Ein bisschen. So, hier haben wir ein bisschen so eine Esslinie mit einem indischen Ding Ja. und asiatisch. Eben, ich habe gebaut wie blöd. Ab hier, Das passt zu dir. sagst du. Dann haben wir hier ein Gehege. Was ist hier drin? Irgendwas, wo man reingehen kann. Affen oder sowas? Rotawari. Ah, cool, schön. Und? Ach, zwei Tierarten. Ja. Wo ist Und? die andere? Abgehauen. Ne, es sind ganz viele. Ich habe hier, glaube ich, gefühlt 20 Tiere drin. Ach Da. da, die Katas. Limuren. Oder die Genau, hier sind Katas. noch Baby. Oh, schau mal. Oh. Genau, die zwei mögen es zusammen zu leben. Und die haben hier, wie man sieht, ein Riesengehege mit einem Tempel und so. Ja, ich Also. sehe es. Wahnsinn. Dann habe ich hier so einen ganz kleinen indischen Bereich. Ist auch asiatisch, deswegen sagte ich, es sieht vielleicht cool aus. Hat man hier so einen kleinen Cool. indischen Palace. Ups. Das Schön. kennst du, glaube ich, schon, das Gehege hier. Was war da drin? Nilpferde. Nilpferde? Nein. Nicht? Kann ich noch nicht, nein. Und da wollte ich halt mal fragen, weil du so cool gebaut hast, die Nilpferde gehen ja so gern tauchen. Ja. Und ich würde halt gerne irgendwas bauen, dass man das unter Wasser sieht, weil sonst sind die auch mal verschwunden. Hier. Ja, die stehen da. Die laufen. Siehst du? Die laufen richtig. Das ist ja so tief bei Ja, dir. mit Absicht. Damit die wirklich tauchen können. Ja, aber so tief. Ja, die sind glücklich. Das ist etwas Tolle. Aber Achtung, es geht weiter. Okay. Hier. Hast du einen ausgestorbenen Dinosaurier drin? Und was lacht hier so? Jen. Ja, und sogar Okay. Babyhähne. Okay. Genau, und mein aktuelles Projekt ist hier drüben. Drüben. Ah. Krokodilgehege. Krokodilgehege. Deswegen, hier ist auch eins. Ich habe jetzt eine Art ausgesucht, die Ja, aber man der mehrere. kann doch abhauen. Nein. Doch, da Nein. war doch offen gewesen. Ja, aber das ist eine unsichtbare Barriere. Er kann nicht raus. Ja, doch, kann er doch. Im Let's Play konnte er Dann doch mache ich auch die was. Steine hin. Na gut ist. Konntest du da nicht einfach so ein Tor machen? Ging nicht, habe ich sehr oft versucht, aber es hat nicht geklappt. Und kannst du nicht die Schienen. Unter Wasser, und das weiß ich nicht, wie ich habe es nicht geschafft. Das muss doch irgendwie gehen. Eben, das ist mein Problem. Das ist eigentlich so gedacht, dass sie dann hier reingehen können und halt das Krokodilgehege fahren können. Mache ich hier auch noch so eine coole Insel hin. Ja. Genau, und das ist mein Zoo. Und ich muss jetzt unbedingt hier kurz schauen. Ja, deine. Die sind alle in der Quarantäne noch drin. Die dürfen hier alle raus. Ich habe zuerst falsche Krokodile gekauft. Das ist mein anderes Problem. Ich habe. Ich glaube, aber so viele Krokodile wollen noch gar nicht in Innerdings. Doch, das ist eine andere Art. Das ist eine andere Art, Die okay. mögen mehrere. Aber Ah. den da. Aber das eine ist ja ein Leistenkrokodil, das andere ist ja ein Ganges Kaviar. Genau, und die sind vom Aussterben bedroht. Okay. Und mein Problem ist, siehst du auch, wie viele Tiere es sind? Ich habe hier vier Krokodile, mittlerweile sind es fünf Pandas. Ich habe sehr viele Tiere. Ja. Vor allem die Katas. 74 insgesamt. Tiger, Hyänen viel und halt nur ein Ding. Aber wo ist das Leistung? Hier. Ich möchte, es klingt böse, loswerden, weil ich habe es falsch gekauft. Ich kann den nicht irgendwo reinsetzen. Es geht nicht. Und kann sie den nicht jetzt verkaufen? Ja, Problem ist, er ist krank. Ich weiß nicht, ob ich kranke Tiere verkaufen kann. Mal schauen. Ansonsten. Ich muss ihn zuerst Gesund gesund pflegen. pflegen oder er stirbt, er muss sterben. Na, Es klingt ein bisschen nein. böse. Es klingt böse. Nein, das machen wir Und hier muss ich nicht. auch immer wieder schauen, weil den Katas, wenn es ein Männchen zu viel hat, dann drehen die durch. Aber ich mache nochmal die Quarantäne rein. Genau. Muss ich kurz mal Stopp drücken, weil jetzt eskaliert es ein bisschen. Warum in die Quarantäne und nicht zur Tierarzt, wenn er krank ist? Aus der Quarantäne holen sie dann den machenden Tierarzt. Und halt, Problem ist halt, der Tierarzt ist halt nicht hier. Der Okay. Tierarzt ist hier hinten. Ja. Also wenn sie Ah, einmal hier okay. durchrennen. Muss ich ganz kurz schnell schauen, weil
Belohnung einfordern. Hier habe ich noch kurz Forschung gemacht, weil ich war so, ich wollte halt mehr über die Fahrgeschäfte wissen und habe halt gerade alle Forschungsleute eingesetzt. Wie man sieht, so auf Ja, das du hast wirklich Fahrgeschäft. alles, ja. Fast alles erforscht, ja. Genau, hier muss ich ganz kurz die Katas bisschen. Oh, das sind die Katas. Ich glaube, die Katas waren unglücklich. Ja. Muss ich ein paar Männchen Rote Vario und rauswerfen? Kater, ja. Das Gehege hättest du ja auch benennen können, dann wüsstest du das. Ja, Oder vor. bei manchen habe ich es gemacht, manche habe ich es vergessen. Ah, ja. Also hier habe ich ein Männchen, hier ist ein Männchen, hier ist ein Männchen. Warte. Ich mach dich raus. Ich behalte dich. Das sind Babys, kann ich dich raustun. Das sind alle. Ich habe das auch schon gesagt, ich lasse die Tiere frei. Weil es bringt mir nichts, wenn ich sie verkaufe. Sie bekommst sogar weniger dafür. Genau, deswegen den Krankheiten. Und ich muss immer wieder schauen, ob hier eine Löwin ist. Du bringst mir Glück. Geschehen. Ich habe so, ey, ich habe stundenlang auf eine Löwin gewartet. Es kam einfach keine. Mach's aber Krokodile. Ja. Weil dann gibt es wieder Babys. Da kann ich weiter züchten. Ja, schön. So, jetzt wegen dem Krokodil. Doch, ich muss das zuerst machen und dann können wir wegen dem Architekturzeug ein bisschen Ja, schauen, okay? okay. Ich weiß aber nicht. Und das ist auch immer wieder. Ich habe halt nicht alles Ja, abgedeckt. du musst die Temperaturen richtig Habe machen. ich, aber ich habe halt nicht alles abgedeckt. Und wenn die halt hier hingehen, dann sind sie unglücklich. Aber hier sind Ja, sie sehr dann glücklich. musst du dafür sorgen, dass es. Du kannst ja Ich kann die. es eben nicht so gut einstellen. Keine Ahnung. Ja, du Eben, kannst ja, du das bist kannst du ja ja die. da. Ja, du kannst ja die. Die Bereich verkleinern und vergrößern. Das ist ja kein Thema. Okay. Tierärztin müsste mal langsam kommen. Mich interessieren. Eben bei ihm genauso. Hier ist es auch wieder das Gehege mit der Nee, Temperatur. Sozialverhalten. Stress, ja. Da muss ich auch wieder rausfinden, was stresst sie jetzt momentan. Sind es zu viele Pandas? Ich weiß nicht, muss ich auch nochmal nachschauen. Eben ist diese ganz kleine Baustelle. Und hier. Eigentlich bin ich immer hier ein bisschen am Schauen, welche Tiere ich wieder rausschmeißen kann. Das klingt böse, weil zu viele Tiere ist auch nicht gut. Aber. Was ich mit dem machen jetzt kann. Ja, wo ist der jetzt überhaupt? Die Quarantäne. Ja, dann muss doch die Ärztin schon da sein. Warum hast du ihn jetzt nicht direkt in die Tierarztpraxis gesteckt und nicht in die Es sieht Quarantäne? gerade so aus, als ob er hier raus wäre. Ich muss denen aber auch noch das Gehege fertig machen, eigentlich. Weil die sind auch nicht so glaubhaft. Nein. Ich habe hier Türklinken. Der ist gar nicht drin. Ja, das ist der Löwe drin. Er wird ja beim Tierarzt sein. Hallo. Nee, da ist keiner drin. Ist meine Löwin. Hier ist noch eine Tierarztpraxis. Da drin. Richtig umständlich. Auch nicht. Nee, ich hab. Oh. Oder ist der vielleicht noch im Gehege? Ich habe ihn gar kein Gehege gemacht. Er hat kein Gehege. Aber irgendwo muss er ja sein. Ach ne, der wird noch verlegt ins in den Quarantänebereich. Er muss ja jetzt irgendwo sein. Wandlungszentrum. Kompliziert hier. Und ich habe auch immer wieder Stress und ich habe keine Ahnung gesehen. Weiß ich echt nicht. Sind Sie scheu? Muss ich kurz nachschauen. Wir kommen zu Hause. Macht schön, Kinder. Ah ja. Ob die scheu sind. Beziehungsweise ist Drei. neutral, okay. 3 bis 30 und so viele Quattro sind sie eben gar nicht. Was stresst die? Das frage ich mich eben so oft. Ja, passen die da mit den Ah, hier roten. siehst du. Sind sie da ein bisschen mehr, was sich stresst? Ja, die passen zusammen. Ja, irgendwas. Mal schauen, wie der ist.
Vielleicht den Regen vielleicht? Als, ja, vielleicht der Regen, ja. Ja, die kennen das doch wirklich gar nicht, Regen, oder? Kennen die Regens? Hat der klettert den Baum hoch? Ja, ja, ja. Aber eigentlich haben die ja Angst, mit Schlitten reinzugehen, aber. Da siehst du. Ah, da oben gehen sie ja rein. Oder ob ich mir ein bisschen mehr unten. Ach, der nutzt die Liane. Aha. Cool. Das ist ja toll. Du musst jetzt da hinsetzen, du musst da reingehen, wenn der Regen dich stresst, mein Lieber. Ja. Der ist jetzt irgendwo unter dem Boden, aber bestimmt im Trockenen. Ja, der ist im Trockenen. Dann geht's doch wieder gut, ja. Aber dieses. Holla. Die sind so knuffig. Ich denke, der Regen stresst sie. Das kann natürlich sein. Aber dann müsste ich mir Unterschlupf machen, aber eigentlich habe ich ihn. Ja, die sind alle draußen im Regen. Aber im Prinzip können die alle hier rein. Siehst du? Ja. Okay, der Rückzugsortstatus ist ja trocken. Also. Ja, siehst du, das sind alle hier drin. Ja, dann ist ja. Nee, aber im Prinzip. Ja, das geht so alles weg. Jetzt. So. Das ist alles Rückzugsort. Wir können hier alle reingehen. Ja. Aber das tun ja. Sie blöd. Ist das jetzt. Siehst du? Ganze Zeit irgendwas. Mein Problem ist. Was ist mit dem Krokodil jetzt? Es ist die ganze Zeit. Die Zeit geht viel zu schnell vorbei. Ja, das ist ja auch ein Manko, was ich gelesen habe. Dass das Jahr viel zu schnell rumgeht. Ein Jahr ist zum Beispiel, glaube ich, 18 oder 20 Minuten. Dauert gerade mal ein Jahr. In Echtzeit. Er ist in diesem Handelszentrum, aber wieso kommt keiner raus? Du mal abbrechen und einfach in den Tierarzt, zum Tierarzt machen. Also nicht in die Quarantäne, sondern zum Tierarzt. Kann ich das machen? Ja, Gehegehandel öffnen. Guck mal an, Verlegung abbrechen. Jetzt gehst du mal verschieben, jetzt gehst du mal zum Tierarzt. Kann ich nicht. Ja, wieso nicht? Weil du keinen Tierarzt hast. Natürlich, aber. Ja, dann müsstest du. Normalerweise kommen die in die Quarantäne und dann das heißt das, die sind krank und dann kommt der Tierarzt. Und dann nimmt sie automatisch mit. Aber egal welcher Tierarzt. Okay. Hast du ja vielleicht zu wenig Tierärzte? Ich habe. Die Tiere sind verstorben? Ja. Wie viele Tierärzte hast du? Dieser hungrig, was ist mein Problem? Ich müsste eigentlich mal stoppen. Ja, dann stoppe doch. Geht ja nicht, weil ich muss ja, der eine muss ja hier verlegt werden. Ja, aber solange wir gestoppt ist, passiert ja jetzt erstmal nichts. Ja klar, aber er muss ja verlegt werden, trotzdem. Und jetzt habe ich die ganzen Fahrgeschäfte freigeschalten. So. So, jetzt zeig mal, wie viele Tierpflege hast du. Hm, 15. Ich meine jetzt Tierärzte, meine ich, Entschuldigung. 8. 8 Stück. Immer 2. Ich überlege, ich schau gerade. Und ich muss eben dieses noch Arbeitsbereich noch einteilen. Ja, dann ist gewonnen. Ach nee. Die haben noch gar kein Frest. Ah, ich habe das erst gerade gebaut. Ja, dann ist gewonnen, warum nichts passiert. Weißt du warum? Was? Jeder einzelne von denen ist in einem bestimmten Arbeitsbereich zugeteilt. Ja, aber auch in der Quarantäne sind alle zugeteilt. Alle sind in der Quarantäne zugeteilt. Aber nicht zum Handelszentrum. Müssen sie nicht. Stell mal ein Tierarzt so ein, ohne Arbeitsbereich. Und der wird mit Sicherheit losrennen. Gleich hier in der Nähe. Ja. Gucken, was der jetzt macht. Siehst du, der rennt jetzt sofort hin. Aber sonst machen das die anderen auch. Weiß ich nicht, aber. Oder ist hier keiner eingestellt? Aber eigentlich ja schon. Eigentlich hat es hier. Habe ich die eingeteilt? Kann man das hier sehen? Nein, natürlich nicht. Musste mal von jemandem im Arbeitsbereich. Die lachen nicht. Musste mal irgendeinen Arbeitsbereich öffnen und dann siehst du es ja.
Ja. Ich finde das so geil. Du lachst da gleich mit. Machen wir Arbeitsbereiche. Immer auf Arbeitsbereich? Du einfach mal einen Arbeitsbereich bearbeiten. Siehst du es ja? Guck mal, das Ding ist rot. Das aber auch die Ding. Was? Das ist nicht der Tierarzt. Es ist egal. Das ist trotzdem rot. Wieso muss das? Es muss ja nicht angewählt werden, das Handelszentrum. Nein, aber der Quarantänebereich war ja rot. Das heißt, es ist von nirgends eingeteilt. Es hätte entweder grün sein müssen, Habe ich orange oder vergessen blau. einzuteilen, wie es aussieht. Ja. Wie ist hier der Tierarzt Ja, hier? mach mal. Siehst du? Oh, da habe ich nicht eingeteilt. Siehst du? Weil eigentlich ist da immer jemand eingeteilt. Und dann kommt der, egal wo er ist, Ja, geht dann. zur Quarantäne, weil das sein Arbeitsbereich ist. Ach nein, es ist ja klar, weil halt ich niemand hier eingeteilt habe. Ja, dann musst du Pause machen, dann mache ich das. Jetzt zeige ich dir mal, wie ich das mache. Ziemlich schön. Sage ich dir mal, wie ich das mache. Dann kannst du mir sagen, ob du es anders machst oder so. Ich mache meistens gleich am Anfang noch einen Zoopfleger hin, weil ich mache immer zwei Gehege, zwei Zoopfleger, bei Bedarf drei. Ich mache immer einen Tierpfleger. Also Zoopfleger einfach ein Gehege mehr, ein Zoopfleger mehr. Weißt du, was ich meine? Okay. Ein Techniker. Tierarzt habe ich. So, und dann gehe ich auf Arbeitsbereiche, habe jetzt hier die Hygiene und füge dieses hinzu. Muss ich mal kurz schauen. Ich glaube, ich mache das hier auch gleich und das gleich auch. Handelszentrum muss ich nicht, der Rest ist ja schon gemacht. Dann schreibe ich hier noch. Kannst du schreiben, Krokodil? Da. Schreib nicht. Hab ich geschrieben? Komma. Schreibt er jetzt? Ich sehe es Ja. Ich sehe gerade hier, wurde das eine. Ah, Paar sind nicht eingeteilt hier. Ja. Ich habe einen Techniker, der frei rumrennt. Okay. Also lange, wie es funktioniert. Genau, jetzt habe ich hier das so eingeteilt. Und jetzt gehe ich zu den Mitarbeitern. Ja. Bin noch kurz hier. Die aus jene mache ich noch hier. Was ist das? Das habe ich glaube ich schon mehr. So, Krokodil bitte mal schreiben. Möchtest du ihm dann nicht den Quarantänebereich und den... Hatte doch schon. Tierarztpraxis-Mitarbeiterraum. Ah, okay. Zweimal. Hat sogar drei Tierarztpraxen. Okay, Und Quarantäne- und Forschungszentrum. ja. Okay. Gut. Ja. Macht. Dann gehe ich meistens dann hier auf. Oh Gott, jetzt bin ich derjenige, der geht. Und dann teile ich halt so dann die Arbeitsbereiche ein. Also Ja. Hygiene, habe ich hier einen Techniker, den nehme ich. Hier, der ist ohne Arbeitsbereich, der auch, versteht. Jene Koko und der Tierarzt, der ist ja schon eingeteilt. Da ist er schon eingeteilt. Und da, der ist auch nicht eingeteilt. So. Genau, und so mache ich das dann immer. Wie würdest du es machen? Genauso, weil du das von mir hast, Madame. Wenn Hygiene, ja, zu viele Menschen. Ach, kann ich nicht freilassen. Vielleicht zu alt? Nö, ein paar Tiere kann ich nicht freilassen. Vielleicht ist es das, vielleicht ist die Hygiene von die du gekauft hast und manche kannst du ja nicht Ja. abgeben. Gehege 12, Kämpfe wegen inkorrektem Rote Ware. der Kater. Das heißt nämlich, Nee, dass die rote wieder. Ware, nicht der Cutter. Guck mal hier. Geh nochmal auf die Fehlermeldung. Rote Ware. So kann das doch nicht klappen. Ja, ich denke mal, die. Ich Ein denke, Menschen. oder die Menschen in der Gruppe. Nee, ich will ja. Ach, du willst, okay. Ja, die ganze Weile. Werden sie nicht glücklich sein, weil dann wieder zu wenig Tiere sind, aber man kann nicht alles haben. So, jetzt muss ich endlich. Jetzt sollte der. Oh. Was ist so? Ja. Wo ist es? Hier ist es. Da ist er. Da ich glaube, weil es offen ist.
aber eben, ich muss überlegen, ich das mache. Als Notfall. Okay. Ja, Wohlbefinden, ich muss, wie gesagt, ich muss hier. Mach mal Pause. Was ist jetzt los? Aha, oh, ja. So, darf ich mal die Maus nehmen? Darf ich ganz kurz das Essen hier reinbauen? Ja, schnell? Mach. Nur kurz? Ja, ja. Weil sonst kommen gleich dann die Dings. Weißt du? So, das ist ein Krokodil, hm? Ja. Art. Dieses mit Gang, G. Ja, Gang, genau, Gang des Gravian. Die brauchen keinen Rückzugsort. Warte mal zuerst. Jetzt. Was haben sie doch? Ah, stimmt. Die vergisst sich sehr oft. Mache ich die gleich hier vorne das Essenstablett. Ja. Dann mache ich hier so ein Beuteltuft. Sag, weil ich mache hier dann logischerweise noch so irgendwie, also wieso hier keine Wege. Also ich wollte grad, wieso machst du denn das da draußen im Dach? Das sind Kürbis. Ja, ich schmeiße ein bisschen alles hin. Und dann schaue ich, was mehr Bedarf hat und was weniger. Ah, die mögen Schlamm. Wie geil. So, muss kurz gucken. Wo ist hier ein Krokodil? Sag mir, wie du dich fühlst. Da. Die Schlange hier. Ja, du hast Hunger. Sauberkeit. Pflanzen brauchst du noch. Gut. Futterbeschäftigung. Ja, das geht halt den Stress, wenn man heute das nicht fertig macht. Das ist halt ein blöd. Sieht das? Ja. Dann Pflanzen noch schnell. Oh. Vielleicht wollte eigentlich so eine mittlere Insel machen, aber. Ja. Die mögen sehr viel Grünzeug. Biome sind aquatisch, tropisch und. Mäßig, ne? Ja. Mäßig. Kontinent. Asiatisch. Dann. Und eben, ich mache halt so, ich hau einfach irgendwas hin. Das klingt dumm. Aber es. Es geht langsam hoch. Ja, es geht langsam. Das ist schon mal was. Jemand was Größeres. Und ich habe hier nicht so sehr viel Platz. Ja, logisch, weil. Also alles unter Wasser ist. Hier vielleicht ein bisschen was anderes Farbiges. Gibt hier keine großen. Was ist das? Und ah ja. Kirschblüten. Ja, ich finde es eben schön, ein bisschen mehr farbiges, weißt du. Ja, ja. Es gibt so. Oder weißt du, auch verschiedene Höhen, weil ich mag das, wenn es ein bisschen so wild aussieht, weil es sind ja wilde Tiere, weißt du. Ja, ja, ja. So, komme ich langsam mal hin. Nee, nicht so wirklich. Ja, eben, wie würdest du das persönlich so machen jetzt? Du siehst jetzt, wie ich es mache. Ich mache einfach hin. Was, mach schon so nach Geschmack, aber da ich es ja gern ein bisschen verwildert habe, wie würdest du das machen? Ja, das ist halt schon relativ. Das sind doch so eine Schilfdinger, ne? Mhm. Sind die nicht im Wasser? Mhm. Nur Wasserrand. Nur Wasserrand, okay. Mhm. Ja, also wie würdest du das jetzt machen? Jetzt ist es schon mal zumindest grün. Ja, das ist super. Die Frage noch beantworten. Ja, du hast so eine Seerosen, vielleicht helfen die dir ja auch. Hä? Du hast so eine Seerosen. Ich mach hier die Insel. Naja, aber du hast doch nicht so rechts noch Platz für Seerosen. Hm? An dem Baum hin tun. Ja, genau. Wow, ui, das sieht irgendwie nice aus. So eine Ulme im Wasser. Im Wasser? Ja, hat was. Ah, ja. Hier, Ulme. Sieht noch lustig aus. Ja, eben, siehst du, ich mach einfach wild drauf los, weil eben, ich sag mir, die sind ja auch aus der Natur, weißt du? Ja. Die kennen die nicht so eine schöne, alles schön aneinandergereiht, weißt du? Ja. Die kennt's wild und wucherig.
gut. Ja, ich kann das immer noch machen mit den Seerosen, weißt du. Es ging Ja. mir jetzt nur darum, ein bisschen. Hast ja, hast jetzt 94% und 63% ist doch. Und die Seerosen ist bisher das Problem. Die kannst du ja. Genau, das muss ich eben mit zwei Händen machen. Ein bisschen anderes, ja. Ich glaube, es schwebt die ein bisschen. Ja, Wurzeln dürfen ja ein bisschen rausschauen. Ja, die schwebt generell, die muss eigentlich so genauso. Zack. Ich finde das einfach persönlich viel schöner, wenn es so ein bisschen eben wild aussieht. Wild. Da, weil dann versteckt sich Krokodil auch ein bisschen dahinter. Und hier habe ich ein bisschen die Insel. Ah, ja. So, jetzt sollte ihnen eigentlich besser gehen. Oder? Guck mal, Gras und Sand fehlt ihnen. Das Gras ist zu lang. Ja, mal Sand. Und schon ist gut. Ja, noch ein bisschen Hitze auf. Das habe ich da draußen noch Sand gemacht. Ah ja. Genau, aber jetzt sollte es ihnen eigentlich gut gehen. Außer, dass sie Hunger und Durst haben. Und dass das Gehege nicht so sauber ist. Ja, du müsstest dann noch einstellen, wie oft die kommen müssen, ne? Ja. Habe ich hier. Hier mache ich Techniker oder 6 Monate, weil das Glas ist. Für mich ist das so voll okay. Und halt, ja. Du kannst ja diese. Geh da einfach mal auf Barriere. Ja, da gibt es die Schleuse. Ich habe das Genau. schon versucht, aber Schienenschleuse es da. funktioniert nicht. So, dann lass mich mal ran. Hier Dann. so, aber wenn du die Schiene ranmachen willst, geht's nicht. Und wir müssen was gucken. Eben, das ist das Problem jetzt. Welches Problem? Ich versuch's mal. Komm. Mika, da schau mal. Immer noch das. So, als So allererstes. eine Dufe. Als allererstes mal nach oben. Ich jetzt mal, ne, was hab ich gesagt? Ja, ich habe also gemacht. Ah, okay. Das Ding mal kurz. Schließen kannst du es. Ja, ich will es gar nicht schließen hier. Ja, musst du wieder zurück. Das wirst du vom Mensch gedrückt. Geh nochmal auf die Station. Ja, und jetzt gehst du da oben. Siehst du das, diese Ah, drei hier. Punkte oben? Nein. Hier. Ja, geh auf Testphase. Mittel, ja. Nee, ich will gerade schließen, Aha. damit ich bauen kann. Ich würde. Weißt du, was ich vorgehabt habe? Weißt du? Entweder Schienen bearbeiten, so. so die Luftbahn zu machen durch den Zoo oder ne, die alte Dampflok. Muss ich noch entscheiden, was ich mache. So, kann ich das jetzt hier irgendwie Kannst du weg. benetze? Ich will Feuer hier, Barriere. Ich möchte eigentlich gerne die Schienen im Wasser haben. Eigentlich kannst du das komplette abreißen, wenn du schon dabei bist. Da müssen wir aber die Plätze tauschen. Aber ich kann Oder so. soll ich es abreißen mal? Ja, aber wegen dem Bauen. Darum geht's. Ich kann so nicht bauen, wie ich jetzt sitze. Aber warte, 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 warte. Aber darf ich noch kurz was zeigen? Nur ganz schnell. Ja. Siehst du, wenn du jetzt der Ah, ich hier. sehe gerade, da gibt's eine Fehlermeldung. Wo? Eine Fehlermeldung. Ja, bei den Siehst du, Schienen, du ja. kannst das nicht hoch und runter tun. Das geht nicht. Du kannst nur links und rechts. Und kürzer und länger. Aber bei den anderen Schienen, bei den anderen Fahrzeugen kannst du noch hoch und runter. Okay, sehr Und interessant. trotzdem haben es andere geschafft, unter Wasser zu haben, das Zeug. Und da frage ich mich, Ah, wie die ich das glaube, ich weiß machen. wie. Aber darf auch nicht zu weit unter Wasser sein, weil es ist schon ein Schiff so, aber es hält sich Ja. an die Gleise. Ja. Also. Ich glaube, die haben zuerst den Weg gebaut und dann es unter Wasser gesetzt. Aber Problem ist, wenn ich jetzt hier. Abgesehen, dass die Krokodile jetzt weg sind. Die fliegen. Ja, da. Die alle aufeinander hocken hier. Ja, man müsste zuerst die Schienen bauen. Aber ich habe es ja schon ein bisschen so weiter tiefer gemacht, bisschen. Sonst mach mal du. Okay, wir tauschen kurz. Achtung, es knirrt und knattert. Autsch, war mein Fuß. Na los!
Ist das anstrengend, die Plätze zu tauschen? Die Kopfhörer noch richtig verteilen. Was sind deine jetzt? Verteilen! So. Was ist denn das hier für eine Kabellage? So. Test, test, test. Bin ich noch da? Bin ich noch da? Test, nein, test, test. Nicht. Da müsstest du bitte jetzt mal ab und zu mal einen Blick aufs Mikrofon werfen. Oh, ist das anstrengend. So zu sitzen? Ja. Ich weiß, das ist ein bisschen. Ist jetzt gerade auch ein bisschen seltsam. So, wie wäre es denn, wenn wir jetzt. Ich möchte einfach so eine Rundfahrt haben. So, ja. So was ein bisschen. Und eigentlich habe ich mir gewünscht, das sage ich dir jetzt so, dass man hier vielleicht hochfährt und dann wie so runter. Aber es geht ja nicht, weil es halt nicht hoch und runter bauen ja. Kann man das nicht irgendwie anders löschen? Nein, mach einfach so. Mach kein Blödsinn. Geht ja. Aber Schienenbauen ist sehr anstrengend, muss ich echt sagen. Ja. Und links und rechts. Und so. Station, Station links, Station rechts, Station. Okay. Und wie? Jetzt musst du auf das Dings drücken. Hier oder was? Ah, okay, okay. Ich verstehe. Mit X drücken, du kannst eins. Wie beim Wegbau. Also klicken dann. Und jetzt kommt hier die Fehlermeldung. Ja, weil also ich habe gelesen, andere können andocken, aber die haben dann auch andere Schienen. Vielleicht sind die nicht zum Andocken. Doch, eben schon. Weil, aber die anderen, es gibt ja die Safari-Autos, die habe ich jetzt auch freigeschalten. Ja. Wo du durch die Safari-Gehege fahren ja. Könntest. Und da können sie es andocken, aber hier schaffe ich es nicht. Bei dem. Also man muss zuerst das Tor bauen. Zuerst das Gehege. Ja. Und dann die Schiene. Und das Tor, wann brauche ich das? Eben zuerst im Gehege. Ja, aber. Du müsstest das andocken, die Schienen. Aber vielleicht ist ja genau. Sind ja genau die Dinger hier nicht dazu gedacht zum Andocken. Das kann eben sein. Und dann ist ja die Frage, wie mache ich es? Ob ich es überhaupt mache? Ja, die Frage ist auch, ob du es überhaupt machen kannst. Weil ins Wasser geht das Ding schon. Ja. Andere Leute haben irgendwie eine Insel gebaut, wo die Tiere drauf leben. Da haben die Bisons und da das Wasser, irgendwo rundherum fährt. Aber ich möchte ja ins große Gehege reinfahren. Ja. Vielleicht. Wenn ich Steine da hinbaue, weil die können ja nicht klettern. Ja, und wie wollen sie da trotzdem wieder durchkommen? Durchfahren? Die können durchfahren, aber wenn ich jetzt hier überall Steine hinbaue, die kommen ja nicht durch, die Krokodile. Weißt du, was ich meine? Ja, das muss doch irgendwie anders sein. Was ist hier? Das war ja okay. Wir müssen schauen, ich wollte dir noch eine andere Sache machen zeigen in der Folge. Oder warte mal. Vielleicht ist es einfach das. Es muss gleich andocken, wie beim Weg. Verstehst du? Ja. Aber vielleicht ist einfach das Segment zu kurz. Ich habe es auch schon anders versucht. Kannst du ja mal an der anderen Seite probieren. Es klappt nicht. Und ich glaube auch, es wird nicht klappen. Die Frage ist auch, ob, wenn du jetzt hier bist, Schiene bearbeiten. Jetzt siehst du, es baut gerade. Du müsstest was anderes einstellen, glaube ich.
habe einen Bär. Meeresspiegel. Kann man eigentlich hier so runter? Eben nicht, das habe ich gesagt. Du kannst nicht hoch und runter fahren, nur links und rechts beim Boot. Ah, okay. Bei den Gondeln und bei den Bahnen kannst du hoch und runter fahren. Okay, du musst, glaube ich, ein bisschen näher ran. Okay. Das ist eben das sehr schwierige momentan. Oh, ich möchte die gerne. Das ist aber doof. Ansonsten muss ich das Gehege verkleinern. Dass man halt wie reinschauen kann und mache halt das Bootsding nicht oder mache halt die Eisenbahn. Ja, das mache ich halt so. Ja, aber. Ich mache es dann nicht, Krokodile mehr abhauen. Verstehe ich nicht. Ja, das Problem ist, wir können jetzt auch nicht so lange jetzt hier dran arbeiten, weil die Folge dann leider Gottes zu lang wird. Ja, aber ich wollte dir noch andere Sachen zeigen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Also mehr zurück. Das Problem ist einfach, du musst das Gehege ja zulassen, ansonsten hauen die dir ja ab. Hast du ja gesehen hier. Hahaha. Ist irgendwie. Ich glaube, das ist. Ich mach Steine hin. Die können nicht über die Steine drüber. Ja, aber wie willst du denn hier vorbeikommen? Ich mache hier und hier Steine hin. Du kommst dran vorbei. Weh. Ich mach das nachher. Ja, das kannst du ja dann in aller Ruhe machen. Ja. So, was willst du mir jetzt noch zeigen? Ich lasse es jetzt einfach mal so. Kannst du bitte eventuell die Schiene wieder komplett machen? Das auch noch. Ja, also. Da. Dankeschön. Okay. Nicht aufmachen darfst du auch noch die Schiene wieder. Was? Darfst du wieder das Geschäft aufmachen. Das bringt mir Geld, weißt du. Was ist ein Problem? Was hast du denn für ein Problem jetzt? Ist eine Schiene nicht ganz zu? Mach ich mal. Jetzt. Super, danke. Und die Krokodile muss ich wieder freilassen. Ja, aber die hauen dann gleich wieder ab. Du machst ja Pause. Okay. Damit ich die besser als Zeug zeigen kann. Wollen wir die Platze tauschen? Oje, was hast du denn hier? Ach, das ja. Muss ich noch ändern. Jetzt nicht nochmal Plätze tauschen. Oh. Sag mir, oder zeig mir, wo soll ich hin? Ich muss meine Beine anziehen. Also, sag mir doch einmal, wo ich hin soll. Du darfst dir generell den Zoo jetzt einfach mal so mit deinen architektischen Augen anschauen. Ich habe keine architektischen Augen. Was ich dich noch frage, das werde ich eher offline mit dir anschauen, eben, dass ich unter Wasser schauen kann bei den Nilpferden. Ja. Das musst du mir dann zeigen, wie man das macht. Ja, das kann ich dir anschauen. Das ist, glaube ich, ein bisschen längerer Prozess. Ja, das kann ich dir in aller Ruhe zeigen. Aber was würdest du jetzt generell anders machen? Alles. Oha. Nein, das sieht doch schick aus. Ist ja schön. Halt sehr viele Tiere. Ich würde dafür sorgen, dass es den Tieren halt schon allein wegen den hier, wegen dem Schnee zum Beispiel, gut geht. Das kann man ja einstellen. Ansonsten, man kann nicht viel groß machen, wenn es regnet und die gehen nicht rein in ihren Unterschlupf, wird dann Pech. Dann haben sie Pech gehabt. Ich finde, das Ding scheint ja wirklich sehr gut besucht zu sein hier. Und anscheinend kriegst du ja auch. Guck mal. Da ist das Hauptding. Was ist in der Mitte, siehst du? Da auch mal Geld. Ja. Hier 8000, also da kommt ja ordentlich Geld rein. Und die Leute, was sagen die dazu? Okay. Ja, das ändert die ganze Zeit. Wenn halt gerade alle Katas im Haus sind, sind ja keine Katas. Ja, das ist dann nicht dein Problem, ne? Eben, das habe ich auch schon festgestellt. Die sagen schnell, ich sehe etwas nicht. Ja. Weil sie halt beispielsweise momentan unter Wasser sind oder vielleicht gerade im Schlafen sind. Okay. Welche bei den Nilpferden, sagten so oft, die können sie nicht sehen, aber die waren auch in ihrem kleinen Stall hinten. Ja, weil ich das so extrem tief finde. Ach, wieso? Oh, ja. Du hast generell sehr, sehr große Gehege. Was ja für den
Tierfreund absolut natürlich perfekt ist, ne? Aber Wirtschaftlich natürlich doch ganz klar, ich schön. könnte dich halbieren und mehr Tiere reintun, aber Ich ich glaube, finde kann das sein, es. dass gerade die Sonne aufgeht hier. Ah, okay. Aber ich möchte ja ganz gerne entweder eine Luftseilbahn oder so Ja. machen, so durch die Gehegeleicht durch. Irgendwie. Ja. Aber haben die hier kein Wasser? Doch. Ja, eben, das ist immer so eine kurze Bestandesaufnahme. Ja, das verstehe Aber. ich aber nicht. Die haben hier Wasser, die haben da Wasser. Warum ist da? Warum sind da durch, die sind? Durst. Guck mal, sie geht doch jetzt zum Wasser. Ja, das will sie auch trinken, wahrscheinlich. Hat sie einfach nichts getrunken? Kommt die nicht ran? Ja, doch, jetzt hier. Aber halt das Essen, ich will jetzt besser machen. Nee, aber man sieht's. Aber das ist aber auch noch nicht gelöst hier, das Problem, ne? Wo ist es denn? Ja, Kadek. Warte. Das ist immer noch im Handelszentrum. Ich muss den loswerden. Ah, jetzt, guck mal, jetzt passiert was. Ich gehe nur rein und raus. Und wieder rein. Also irgendwas stimmt mit dem nicht. Links ist ein Bug, habe ich das Gefühl. Ja, das kann. Wieso ist die Tüpfelhyäne? Ah, die muss man verkaufen. Die muss man verkaufen. Das ist aber eine Verlegung ab. Nein, jetzt. Aber sie? Aber man kann sie doch direkt eigentlich auch ins zum Tierarzt legen. Nein, geht nicht. Sicher. Hab's doch vorher gezeigt, oder? Du kannst sie überall hin. Wenn einfach mal andere Quarantäne nimmst. Was zu den Löwen? Jetzt wird er eh verlegt. Ja, wenn es denn funktioniert, heißt das Ja. nicht. Wie unter den Löwen? Wo sind denn mal die hier, die Löwen? Beim Löwenstein. Findest du die Löwen? Genau, mal schauen, wie sich das Weibchen eingelebt hat. Probleme macht. Nö. Die ist glücklich. Er ist auch glücklich. Die sind beide sehr gut drauf. Die liegen meistens an den Scheiben. Ah, jetzt gerade ist sie da drin. Schlafen. Die Hübsche. Ja, schwebt ein bisschen. Oh. Oh ja. Nee, aber die liegen meistens da an der Scheibe, an diesem Ding hier. Da, wo gerade der Löwe hingeht. Legt sich hin und die Leute Ja. starren alle dann so an der Scheibe. Ja, das ist gut, weil du hast hier Sichtschutz drin gemacht. Das ist gut. Die sind ganz gechillt. Die Orangutas sind so knuffig, weil teilweise siehst du sie einfach so rumrollen und rumklettern. Das ist Ja. ganz cool. Also man kann die Tiere sehr gut sehen, das ist schon gut. Ja, das ist der Baufehler. Aber musst du mal bei den Orangutans schauen. Wo Findest du waren die? die waren auch mal hier in so einem. Nee. Waren die hier? Ja, die waren da. Wie ist es mit dem Rhythm? Regenbrüche. Platz? Oh. Wie viele Orangutans sind drin? Jawohl, ne, Platz hast du genügend. Ja, es kann sein, dass es viele Orangutans sind. Das Gehege ist zu klein oder zu Ja, voll? schau mal bitte kurz, wie viele Tiere drin sind. Zwei. Ja, Menschen sind gern Einzelgänger. Ja, aber dann müsste es ja normalerweise beim Orang-Utan hier. Müsste eigentlich dann hier. Du hast Nein, wenn es zu 2900. voll ist, dann nicht. Es kann auch sein, dass irgendwie zu viele Sachen drinstehen. Sicher.
Ja, es ist wieder kalt. Nee, irgendwas? Ja, aber stehen da, wo kein heiß. Dings ist. Ist so heiß, ja. Das, ist das war sieht auch irgendwie trüb aus. Oh ja. Gut. Das war. Wir haben eine Stunde jetzt fast geschafft. Genau. Das reicht. Ja. Ich wollte dir mal zeigen, mein Zoo ist. Ja. Authentische Meinung hören. Ja, gefällt mir, schick. Mach so bitte Pause, sonst eskaliert sie komplett. Alle? Sind alle nur drin? Ja, ja. Ach, wir stehen bei mal das Wasser. Und das Wasser, irgendein Dings funktioniert momentan nicht. Ein Wasseraufbereitungsding funktioniert momentan nicht. Ja, man sieht's. Machst du vielleicht doch Pause? Gut, okay. Also dann. Dann verabschieden wir uns. Kannst du jetzt einfach mal? Mit einem schönen Bild hier. Ein bisschen Babypanda. So hier, oh, das ist schön. Das gefällt mir so. Hat der vielleicht noch was? Ein bisschen flach. Wenn es ein bisschen runter geht, sieht es noch mehr. So. Ja, fast. Genau. So, wir machen das so. Aber wir müssen lassen kurz laufen, damit es besser aussieht. Ja. Gut. Also dann. Der Zoo hat mir gefallen. Finde ich schön. Gefällt mir. Darfst gerne so, ja, weitermachen. Yay. Yay. Gut, ich hoffe, euch hat's gefallen. Etwas längere Folge. Würde mich freuen, wenn wir uns dann beim regulären Let's Play, Planet Zoo, wir spielen ja beide noch weiter, die Kampagne sehen würden. Und bis dahin, die Mima sagt Tschüss. Und tschüss. Und mir bleibt nichts anderes als, lasst euch gut gehen, macht das besser aus eurer Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ah ja.